Jo Leute, und willkommen hier zurück zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Soccerboy. Wie ihr es im Titel schon lesen könnt, gibt es heute eine neue Spiele-Review. Und zwar zu dem vielleicht besten Spiel des Jahres und das von Sony. Und zwar Astrobot, Freunde. Ich sag euch meine Meinung, mein Fazit, wie mir Astrobot gefallen hat und wie viele Punkte Astrobot von mir bekommt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Astrobot ist mein Game of the Year. Es ist das beste Spiel des Jahres, meiner Meinung nach. Ich sag euch meine Meinung. Meine Punktzahl zu Astrobot. So, Freunde, jetzt komme ich zu meiner Meinung, wie mir Astrobot gefallen hat. Aber bevor ich euch meine Meinung sage, wie mir dieses Spiel gefallen hat, erstmal, wann kam es raus? Von wem wurde das Ganze entwickelt? Und worum geht's? Also, Team Asobi hat das Ganze entwickelt. Gepublished wurde es von Sony. Am 6. September 2024 war Release von Astrobot. Natürlich für die PlayStation 5. Das Ganze ist ein Jump'n'Run. Einzelspielermodus. Und worum geht's? Wir haben hier die PlayStation. Das ist unser Mutterschiff. Das wird zerstört und wir müssen mit Astro unsere gesamte Crew wiederfinden und auch die einzelnen Teile, die in der PlayStation drin sind und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es auch Spezialbots, wie zum Beispiel Aloy, Nathan oder Kratos, nur jetzt um mal drei zu nennen. Natürlich gibt es noch weit mehr und ja, natürlich gibt es auch wieder Puzzleteile, die man einsammeln muss. Und ich muss sagen, um jetzt mal zu meiner Meinung zu kommen, das war so grob die Handlung, worum es in Astrobot geht. Meine Meinung zu Astrobot ist, es ist wirklich sehr, 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 sehr geil. Da steckt 30 Jahre Videospielgeschichte in diesem Spiel und es gibt so viele Spezialbots, die auf anderen Spielen hinweisen, die man gefühlt gar nicht kennt oder kennt. Die Level, in die wir kommen, sind auch wirklich alles sehr, sehr cool. Die Bossfights sind sehr, sehr cool und man kann sagen, ist so der Nachfolger zu Astros Playroom, was ja vorinstalliert war auf der PlayStation 5 und Astros Playroom war auch wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Aber mit Astrobot haben Team Asobi noch eine Schippe draufgelegt. Es ist wirklich eines der besten Spiele des Jahres, meiner Meinung nach. Astrobot macht wirklich von Anfang bis zum Ende sehr, sehr Spaß. Es macht Spaß, die ganzen Spezialbots, die auf anderen Spielen hinweisen, zu finden, zu suchen. Freunde, falls ihr Astrobot gezockt habt, schreibt mir doch mal gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Was sagt ihr zu Astrobot? Meiner Meinung nach das beste Spiel des Jahres und das von Sony. So, Freunde, jetzt komme ich zu meinem Fazit, wie viele Punkte Astrobot von mir bekommt. Und ich sag's euch so, wie es ist. Dieses Spiel bekommt die volle Punktzahl. 10 von 10 möglichen Punkten bekommt Astrobot von mir. Es macht, wie gesagt, von Anfang bis zum Schluss sehr, sehr Spaß. Es steckt so viel Liebe in dieses Spiel. Und das in 30 Jahren Videospielgeschichte. Das ist wirklich krass. Wie gesagt, es macht auch Spaß, die ganzen Spezialbots einzusammeln. Wie halt zum Beispiel Aloy aus Horizon, Nathan aus Uncharted oder Kratos aus God of War, um jetzt mal nur die drei zu nennen. Es gibt natürlich noch weit mehr an Spezialbots, die es zu finden gibt. Die Musik, geil, wirklich geil. Mir hat Astrobot wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. 10 von 10 Punkte bekommt dieses Spiel von mir und es ist eines der besten Spiele des Jahres und es könnte auch das Game of the Year werden. Und Sony hat mit nur einem Spiel in diesem Jahr abgeliefert. Klar, es kommt noch Lego Horizon Adventures, aber naja. Sony hat wirklich mit Astrobot dieses Jahr abgeliefert. 10 von 10 Punkten bekommt Astrobot von mir. Eines der besten Spiele des Jahres. Ich liebe es. Ich liebe, liebe, liebe es. Genauso wie Astros Playroom, was vorinstalliert ist auf der PlayStation 5. Auch sehr, sehr viel Liebe steckt in diesem Spiel. Team Asobi, ganz viel Liebe geht an euch raus für Astrobot und Astros Playroom. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit der neuen Spiele-Review zu Astrobot. Wenn euch die neue Spiele-Review gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen drum freuen. Genauso wie ein Abo, das könnt ihr machen. Und hier oben, Freunde, gelangt ihr zu der letzten Spiele-Review. Das war zum zweiten Teil von Hellblade. Senua's Saga Hellblade 2. Falls ihr wissen wollt, wie ich die Fortsetzung fand, dann gelangt ihr unten zum Video, Freunde. Und ja, Freunde, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos hier auf Soccerboy verpasst. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein, Soccerboy, Game Over. Ciao.